Willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Horizons. Ja, endlich mal wieder, würde ich sagen. Und ich habe gerade gestartet und da hat Melinda mir gesagt, dass heute die Stempeljagd, also Internationaler Museumstag ist. Und ich würde sagen, da gucken wir gleich mal vorbei. Aber vorher schauen wir uns einfach mal wieder die Geschenke an, die ihr mir geschickt habt. Und das ist wieder irre, weil ich glaube, dass die Hälfte des Videos wird darum sein. Ihr seht es alles hier. Ich werde das jetzt mal. Es ist. Okay, ich werde das jetzt mal ein bisschen sortieren und mache hier kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann fangen wir an. Die ganzen Geschenke sind vom lieben Grisou. Ja, wir machen natürlich direkt erstmal auf. So, da haben wir zu einem die Geheimnisbüste. Oh, ach, okay, jetzt kommen die ganzen hier fürs Museum wahrscheinlich. Dann haben wir Funkelgemälde. Dann haben wir Edelgemälde. Ich habe jetzt auch schon etliche Zeit nicht mehr die Post aufgemacht. Also sorry, Leute. Ne? Ich mache das ja immer zu den Videos und das ist schon ewig hin. Bekanntgemälde. Leute. Rohangemälde. Asteroid. Was ist das denn nochmal? Oh, cool. Das passt natürlich perfekt zum Dingensbummens. Ne? Wisst Bescheid. UFO. Dann haben wir hier Feierlichtgemälde. Dann Lichtgemälde. Dann haben wir Schöngemälde, meine Güte. Und Waschbärenfigur, sehr schön, das erlerne ich direkt mal. Ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Waschbären, okay, super. Und zum guten Schluss haben wir noch Blumenbollerwagen. Okay, Bollerwagen, passend zum Vatertag. Ja, können wir das ja auch schon mal bauen. Also, vielen lieben Dank. So, gehen wir in die nächste Runde. Machen wir weiter mit den lieben, oder den Geschenken der lieben Petra. Die haben wir jetzt hier. Ja, dann schauen wir direkt da mal rein. So ein paar weiß ich. Ja, Arcade-Prügelspiel. Ja, super cool, das Ding. Kann ich mir hinstellen. Okay, drehe ich mal kurz. Mega geil. Kann ich jetzt endlich meine Spielhalle öffnen? Ja, das müssen wir auch mal in den nächsten Folgen machen. Dann haben wir hier. Was haben wir hier? Da haben wir den Arcade-Hocker. Passend dazu natürlich. Leute, guck mal. Mega. Und dann haben wir noch als allernächstes den Flipper. Auch natürlich wieder was für den für die Spielhalle. Ja, ich drehe das mal zu euch. Moment. Ja, geht schon. So, bitteschön. Flipper, mega cool. Finde ich mega cool. So, dann haben wir als nächstes ein Arcade-Ballerspiel. Ich habe keine richtige Spielhalle machen. Mega. Mega, Mega-Laterne. Mega-Laterne? Oh! Ja, die ist cool. Vielen Dank. Und zum guten Schluss haben wir noch den Diner-Tresen. Oh ja, das hat sie mir ja auch geschrieben und sowas. Super, vielen Dank, weil das wollte ich ja haben. Ihr weiß Bescheid. Kommt dann auch in einen der nächsten Folgen. So, machen wir weiter. So, hier haben wir jetzt die nächsten Geschenke von der Fena und hier drunten von der Eila. Die habe ich jetzt mal zusammengepackt. Ja, dann fangen wir mal an bei der Fena. Ein paar weiß ich, weil sie mir das gesagt hatte, nämlich das gute Mondfahrzeug. Guckt es euch an. Mega cool. Kann ich dann wieder mit dem UFO platzieren. Da habe ich auch schon eine Idee. Habe ich letztens auch schon im Discord mit euch gesprochen, also mit einigen. So, dann packen wir als nächstes Gefängnisgitter. Ach ja, das kann ich ja lernen. Das wüsste ich auch. Das hat sie schon gesagt, dass sie mir das schickt. Vielen Dank. So, Gefängnisgitter noch schnell lernen. Und dann machen wir weiter. Dann haben wir Eisenholzwanduhr. Ach ja, das sind jetzt die, glaube ich, die Anleitung. So, dann haben wir hier noch Lichtgemälde. Okay, ich glaube, das habe ich jetzt doppelt. Ne? Hat die Grisou auch schon geschickt, weiß ich gar nicht. Die Hochholzbank und das Ruhegemälde. So, vielen Dank, liebe Fena. Ja, mega. So, jetzt kommen wir von den Geschenken von der Eila. Ich glaube, da weiß ich auch eins, nämlich das gute Froschkostüm. Ja, das mache ich gleich noch passend, weil ihr werdet ja sehen. So, weiter geht's. Hier haben wir die Diner-Schürze. Na, die packen wir, tragen wir jetzt auch mal ganz kurz. Ah, okay. Und dann haben wir noch Farmer-Outfit. Das sagt mir, glaube ich, was. Ja, okay. Und eine Gartenbank. Ach ja, das hat sie mir geschrieben. Vielen Dank. Super geil. So, ich trage mal das Froschkostüm. Passend gleich an. So, ich muss mal ein bisschen kurz hier, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Aufräumen und dann machen wir weiter. So, dann machen wir mal weiter. Die ersten beiden sind von der lieben Krümmelise. Aber da weiß ich schon, denn das ist die Komplettierung meines Museums. Hoffe ich zumindest. Das werden wir gleich auch feststellen, natürlich. Vielen Dank nochmal dafür. Ne? Die hat ewig viele im Discord geschrieben. Also,
Perfekt, super. Ich hoffe, ich kann es komplettieren. Das nächste ist vom lieben Norman. Ja, das ist der Dein. Oh mein Gott! Das Neon-Schild. Absolut cool, weil das habe ich ja echt. Das war ja echt das Schild. Das bekommt man, glaube ich, nur aus Pocket Camp. Und mega. Norman, vielen, vielen Dank. Cool, auf jeden Fall. So, das nächste ist von der Angeline. Zwei Stück hier. Das haben wir, die Bikerjacke. Ja, die ziehe ich jetzt aber ganz kurz an. Einmal ganz kurz zum. Ja, achso, ich habe mich angezogen übrigens. Ich habe das Froschkostüm an, wie ihr seht. Ja. So, trage ich natürlich jetzt auch wieder. Und dann haben wir hier die Baseballkappe. Das ist natürlich cool. Baseballcap, ihr wisst Bescheid. Mega, vielen Dank. Trage ich jetzt aber natürlich trotzdem nur die Froschmütze. So, die nächsten beiden sind von der Theresa. Ja, da gucken wir auch mal rein. Das ist der Bambushut. Sehr cool, den habe ich noch nicht. Und Bienenwabenboden. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir können einfach mal gucken. Die kenne ich schon, okay. Trotzdem vielen, vielen Dank natürlich. Und das nächste Geschenk oder das letzte Geschenk ist von der guten Lori. So, packen wir auch mal aus. Und da haben wir eine Gartenbank. Ja, hat sie nämlich geschrieben. Ich habe das Stream gesehen, hier fehlt eine Gartenbank. Perfekt, vielen Dank. So, ich packe die Sachen mal ganz kurz ins Lager und dann gehen wir los ins Museum. So Leute, erstmal vielen, vielen Dank an alle. Es ist irre. Also ihr werdet ja, ich werde das ein bisschen zusammenschneiden, damit das nicht ihr alles sehen müsst. Ich bin nämlich jetzt schon 15 Minuten am Aufnehmen, nur für die Geschenke. Das ist einfach irre. So, ich würde sagen, wir gehen mal schnurstracks ins Museum und gucken uns das mal an. Achso, ich wollte nämlich eigentlich heute hier, ich habe hier schon die Tische hingestellt, hier ein paar Sachen verschönern. Aber das können wir vielleicht später immer noch machen. Wir gucken einfach mal, wie das zeitlich passt. Denn ich habe gerade eben erst von der Melinda erfahren, ja, dass eben heute dieser Sammelgedöne ist. Und wir haben ja noch so ein paar Sachen. Hier, das habe ich ja auch neu gemacht. Wobei mir das noch nicht gefällt, weil ihr seht, der Dingensbummens. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Der Zaun geht auf den Weg. Deswegen werde ich hier ein bisschen breiter machen und den Weg dann hier einfach so rum. Ne, sieht dann schöner aus. Genau. Aber das Problem ist ja auch, ich nehme ja auch für euch noch andere Videos auf, Leute. Und dann ist, ich habe immer noch nicht wirklich weitergemacht. Ne? Und ich muss mir das jetzt echt mal, heute wollte ich es eigentlich auch machen, aber jetzt kommt der gute Eugen. Und ich weiß, ich habe gar keine Ahnung. Das heißt, wir werden einfach mal ihn ansprechen und hoffentlich unsere Dinosaurier komplettieren. Wir schauen mal. So, was ist? Ja, kein Problem. Ach ja, anlässlich des Internationalen Museumstags halten wir heute eine Stempeljagd ab. Ja. Ich erläutere die Insekten-, Fisch- und Fossilienausstellung verfügen über je drei Stempelstationen. Exquisitpreise warten auf Sie, wenn Sie alle Stempelstationen der Ausstellung ausfindig machen. Okay, dann wissen wir heute, was wir in der heutigen Folge machen. Ja, dabei wartet jede Ausstellung mit ihrem eigenen Preis auf. Ist das nicht prächtig? Definitiv einmal dran versuchen. Okay, werden wir machen. Was war es denn jetzt? Insekten in allen dreien, oder? Aber jetzt wollen wir nochmal etwas stiften. Ich möchte, ich will etwas stiften. Okay. Und zwar haben wir natürlich die ganzen tollen Gemälde, die ich von euch bekommen habe. Primär von Grisou und Fena. So, und ich hoffe, die letzten beiden fehlenden Puzzleteile. So. Ja, nehme an, aber ich bitte, Sie brauchen die Stücke nicht einzeln hervorholen. Ich nehme Ihnen die Mühe ab, ja. Ach so, okay, ich habe wohl irgendwie mehrere. Habe ich jetzt irgendwie... Ah, okay. Aber scheinbar... Ja, das weiß ich doch. Aber scheinbar... Sagt er nicht sonst, es ist komplett, Leute? Sagt er nicht sonst, es ist komplett? Fehlt mir doch noch was? Aber wir haben doch im Stream geguckt, ne? So. Hier, sind das Stempel? Wie sehen denn die aus? Wir gehen jetzt eh mal runter. Na? Also wie man sieht hier... Ah ne, hier sieht man gar nichts. Hier fehlt mir eigentlich nichts mehr, ne? Doch, da hinten! Guck mal! Ich weiß nicht, Leute, das, was da hinten steht, ich weiß nicht was. Mal gucken. Ich weiß nicht, das da hinten, das da fehlt mir. Wie erkenne ich denn, was mir fehlt? Also, ja, ich sehe schon, weil es nicht da ist, aber was kommt denn da hin? Ihr könnt mal bitte reinschreiben, was mir da fehlt, ja, das wäre super cool. Dann fehlt mir doch noch tatsächlich ein Teil. Wow, gar nicht aufgefallen. Aber hier habe ich alles komplett. So, ziemlich, würde ich mal sagen. Hier habe ich alles komplett. Und hier, da ist der Stempel. Sehr schön. Ne, weil hier, was mir doch gefehlt hat, erstmal gehen wir hier hin, können wir uns mal schön gucken. Sehr geile Aussicht. Denn was mir gefehlt hat, war hier der hinten, der da so in blau so, der da ganz hinten, der aussieht wie ein T-Rex, aber kein T-Rex ist, glaube ich. Wartet mal. Hier, Spinosaurus. Da war er doch. Ah, gut, okay. Das ist der T-Rex. Er hier.
So. Ne, er in der Mitte, er hat mir gefehlt und den habe ich jetzt komplett. Aber mir fehlt noch dieses eine Teil vorne. Na, das ist natürlich ein bisschen blöd. Da könnt ihr mal schreiben, was es ist, denn ich habe keinen Schimmer. So, Stempel holen wir uns. Ja. Kreaturen, die tatsächlich keine Dinosaurier sind, Teil 2. Was soll ich jetzt machen? Ah, okay. Ich habe keinen Schimmer. Okay, ich habe jetzt Stempel. Das heißt, überall können Stempelkisten stehen. Na, wir laufen jetzt einfach mal auch durchs Museum und suchen diese Stempel. Ihr könnt ja mal schreiben, ob die Stempel bei euch an der gleichen Stelle stehen. Oder ob es random ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass es an der gleichen Stelle ist, natürlich. So, dann laufen wir mal hier rein. Ihr könnt auch direkt mal gleichzeitig gucken, ob mir dann noch vielleicht noch irgendwas fehlt. Aber ich würde sagen, hier hinten habe ich auch alles. Genau. Aber da ist der eine vorne mir durchgegangen ist. Ach hier, tatsächlich. Was sind das für Silhouetten dahinter Ihnen? Hey, was will der von mir? Muss ich jetzt vier Stück hier klar machen? Aber hier gibt's doch keine vier Stück. Also so groß ist der Raum doch gar nicht. Nee. Also ich denke mal, das ist verteilt in den ganzen. Jetzt müssen wir noch in die Fossile gehen, hat er gesagt. Das ist bestimmt noch eins. Nee, Fossile sind wir jetzt gerade. Hier bei dem anderen. Ihr wisst schon Bescheid. Ja? Da gucken wir mal, weil hier. So groß ist ja hier unten diese Ausstellung nicht. Oh doch, hier. Tatsächlich. Okay. Dann fehlt. Ah, drei Stück. Das heißt aber, da unten fehlt doch keine mehr. Alle fossilen Stempel gesammelt. Ja, was für eine Maschine ich bin, ne? So, Fossile gesammelt. Ja, darauf erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. Perfekto. So. Also mal kurz Erinnerung, sagt mir bitte, was da hinten fehlt. Wenn man das weiß, irgendwie. So, das haben wir gesammelt. Jetzt gehen wir zu den Insekten, würde ich sagen. Ja? Beziehungsweise hier zu Fischen. Fische ist auch gut. Ja, da habe ich jetzt auch noch nicht wirklich weitergemacht. Ne? Wie gesagt, Leute, ich muss echt jetzt mal ein bisschen. Ich versuche jetzt ein paar Fotos vorzuproduzieren, damit ich mal ein bisschen an meiner Insel arbeiten kann. Das ist echt in Streams mega geil immer, ne? Aber dann besuche ich ja eure Insel, da mache ich halt an meiner relativ wenig. Und da Nintendo uns ja nicht lässt zusammenbauen, ja, muss ich das halt immer so ein bisschen privat machen, aber dazu habe ich eben halt keine Zeit aktuell. Was ein bisschen schade ist. Aber gut. Wir holen uns den ersten Stempel hier ab. Ja. Mir fehlen nämlich auch noch Maifische und so. Da muss ich mich mehr dran setzen. Oder wir machen nächstes Mal, müssen wir einen Stream machen, wo ich mal ein bisschen was für meine Insel mache. Allerdings ist ja so ein Stream auch eigentlich immer ziemlich cool, dass wir so ein bisschen interagieren, ne? Und dann irgendwie an meiner Insel herum weiterarbeiten. Kann ich keinen auf die Insel lassen, so, weil ich da nichts machen kann. Ja, könnt ihr mal schreiben, wie wir das machen sollen. Wie gesagt, ich müsste. Ja, ich produziere abends auch mal einige Videos. So, ich muss ja auch für den Kanal hier Sachen machen. Und dann kommt Animal Crossing so ein bisschen. Eigentlich nur so, wenn ich jetzt spiele. Und wenn ich jetzt spiele, heute wollte ich was machen, aber jetzt gibt es Stempeljagd. Da wusste ich ja nicht. Die machen wir natürlich. Ne? So. Hier noch ein paar Fische. So, ein Stempel haben wir. Wir brauchen noch ein paar. Und, also, es ist schon cool. Ich war bei mir im Museum, ehrlich gesagt. Außer unten. Ich glaube noch nie. Bin mir nicht sicher. Vielleicht einmal. Das ist schon. Und wir holen direkt den zweiten Stempel. Guckt euch das an. So. Dann Korallenriff. Okay. Ja. Holen wir ab. Und wir kriegen ja Preise. Mal gucken, was wir für Preise kriegen. Das sieht doch schon cool aus hier. Da ist Nemo. Ja, findet Nemo. So. Dann gehen wir weiter. Ich habe keine Ahnung. Hier waren wir schon, ne? Ja, hier waren wir. Dann gehen wir weiter nach rechts. Oh Gott, ich verlaufe mich hier 100 pro, Leute. Ich vercheck das, wo die Dinger sind. Ich hoffe hier in diesem Raum. Okay, das ist kein Stempel. So, das heißt, wir können hier. Ah, okay, dann geht es nach da noch. Dann gucken wir hier runter. Oh, so ein Taucherausrüstung. Da ist er, der letzte Stempel. Sehr schön. Tiefsee. Ja, natürlich. Die Tiefsee. Tiefsee finde ich auch cool, ehrlich gesagt. Und bam. Abgeschlossen. Ja, alle Fischstempel gesammelt. So, jetzt müssen wir nur noch die Schmetterlinge einsammeln. Die guten. Und danach, wenn das jetzt auch nochmal so fix geht, gucken wir natürlich nochmal ganz kurz in mein Gemälde Dings rein, ja, was sich jetzt komplettiert hat. Ein bisschen. Und ja. So. Hä? Das hatte ich. Achso, das hatte ich schon, ja, okay.
bin ja komplett mit den Fischen. Also mit den Stempeln. Du. Was wollte ich denn sonst noch sagen? Ja, wie gesagt, mich nervt es auch so ein bisschen aktuell, dass ich nicht wieder auf meine Insel irgendwie wirklich weiterkomme. Ne? Ich kann euch gleich mal zeigen, wenn wir noch ein paar Minuten Zeit haben, was ich bisher gemacht habe. So, ich glaub, weiß gar nicht, ob ich das euch mal generell gezeigt habe. So wahnsinnig viel weiter bin ich ja nicht gekommen. Mache ich vielleicht gleich mal ganz kurz, wenn das jetzt nicht so ewig dauert hier. Und ja, was ich dann noch vorhabe. Beziehungsweise ich glaube, das einmal mit dem japanischen Garten habe ich euch gesagt. Das wollte ich eigentlich heute machen. Aber da wusste ich ja nicht, dass hier so eine Jagd ist. Und die macht man natürlich, ne? Also gar keine Frage. Das ist der erste Stempelchen. Sehr schön. Der schattige Weg, ja. So, gib mir den Stempel, du Eierkopf. Und das finde ich immer hier. Hier kann man sich echt verlaufen. Hier mit diesen ganzen... der ist aber versteckt. Ja, aber nicht mit mir. Also finden tue ich jetzt hier... Und Labor. Ach so, da unten steht ja auch, wo ich sie finden könnte, ne? Wobei, schattiger Weg. Hätte ich jetzt nicht viel mit anfangen können. Aber Labor? Kann ich auch nichts mit anfangen. Keine Ahnung. Ja? Doch, ich weiß auch, wo die so... weiß ich nicht. Da verwechsel ich jetzt gerade das mit den Fischen. Aber hier ist Labor. Das sieht man doch. Putzmittel. Ja. Abgehakt. Und, hier geht's noch weiter nach links, nach links, nach links. Doch, das meine ich. Oben rechts ist das bestimmt. Oben rechts. Hier. Hier, da, hier. Das ist doch Labor, oder? Und da ist es doch. Jawohl. Dann habe ich da doch. Wunderbar. Ja, perfekt. Ja, dann, ich denke mal, die Stempel stehen an der gleichen Stelle. Also das heißt, wenn ihr noch sucht und es nicht gefunden habt, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, wo die Stempeldinger stehen. Ja, das ist natürlich auch ganz praktisch. So, und dann gehen wir natürlich schön zurück zum Eugen und gucken mal, was wir bekommen an Geschenke. Jetzt haben wir alle drei abgehakt. Dann gucken wir uns das Kunstgemälde an. Und dann erkläre ich euch nochmal vielleicht, was ich vorhabe oder was ich überhaupt gemacht habe. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das euch letztes Mal schon irgendwann gezeigt habe. Ich glaube nämlich schon, aber ich kann sein, dass es im Stream war, ne? Und nicht hier im Video. So, weck mal den guten Eugen mal auf hier. Komm her, du Pfeife. Beste Emotionen. Muss ich immer an Wanni und Fehler denken, die sie auch die Emotionen haben. Ja, habe ich bewältigt. Es freut mich zu hören, dass Sie die Insektenausstellung so gründlich erforscht haben. Für mich wäre das ja nichts, ja. Dann wäre hier der Preis, den Sie damit so redlich verdient haben. Okay, was bekommen wir? Was bekommen wir? Wir bekommen... Ja, okay, jetzt kriegen wir einen Stempel, dass es komplett ist. Falls Sie heute noch andere Ausstellungen besuchen, sollten Sie auch dort auf Stempelsuche gehen. Hey, wir haben doch jetzt... Ich habe doch jetzt alle Stempel. Ach so, jetzt muss ich den dreimal ansprechen, Leute. Dreimal. Das ist wieder sowas, ne? Das ist wieder Animal Crossing-Logik. Ja. So, da muss ich jetzt einfach dreimal den ansprechen. Weil ich wollte gerade sagen, was ist das denn für Logik? Also, falls ihr euch fragt, ne? Sprecht den dreimal an. So, und nochmal... Das sind so Sachen, so Kleinigkeiten, die ich... Ne? Das ist so ein bisschen... Erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an Doraemon, ja? Da musst du den auch mal dreimal ansprechen, damit du irgendwelche Sachen bekommst. Vielleicht kriege ich jetzt nochmal irgendwas? Ich spreche ihn einfach nochmal an. Ah, okay, nein, okay, jetzt nicht. Okay. So, lass uns kurz zur Galerie gehen. Denn ich kann euch sagen, im ersten Raum hatte ich gar nichts. Also wenn da nicht schon was ist, habe ich schon ein bisschen mehr als vorher. Hier hätte ich gar nichts. Und da habe ich schon mal das erste Teil. Ja, hier stand nämlich gar nichts. So, ich kann nicht genau sagen, was jetzt den neuen zugekommen ist. Aber ich kann euch sagen, das ganz rechte hier und das auf jeden Fall. Das ist neu gerade hinzugekommen. Hier oben hatte ich, glaube ich, gar keins, wenn mich nicht alles täuscht. Also das definitiv nicht. Hier bin ich mir nicht sicher, ob ich das vorher hatte, aber ich glaube nicht. Ich hatte eh wenig, muss man dazu sagen. Weil der Eugen, vielleicht ist er ja heute bei mir. Nee. So, hier, ich glaube, das war auch nicht da. So, das war da und das war da. Also, ich weiß nicht, ob die alle da, also ich glaube schon, die waren da. Das war nicht da. Und die beiden waren, glaube ich, vorher nicht da. Das weiß ich nicht. Das war vorher schon da, das weiß ich. Und das Wellengemälde war, glaube ich, vorher da. Und das, ja, bin ich mir jetzt auch nicht so tausendprozentig sicher. Also, ich hatte ein paar Gemälde. Ne? So. Aber jetzt sind schon ein bisschen ein paar mehr. Also, vielen Dank, geht da nochmal raus. Jetzt gucken wir natürlich, was wir bekommen haben. Ja, wir wollen ja wissen, was wir bekommen haben vom lieben Eugen. Aber das machen wir draußen, vor der Tür. Und ich glaube, wir haben sogar noch kurz Zeit,
mal einen Inselrundgang zu machen, ja, was ich jetzt noch machen wollte. Und ich wollte auch gleich zwei Büsche mitnehmen. So, pass auf, wir haben. Ja, verflucht, das weiß ich jetzt gar nicht. Die letzten drei: Fischwandschmuck, Fossilienwandschmuck und Asteroid. Nee, definitiv nicht. Nee. Also, wir haben bekommen den Insekten. Das kann ich nur, das kann ich an die Wand machen. Insektenwandschmuck, den Fischwandschmuck und Fossilienwandschmuck haben wir bekommen. Ja, so. Also, hier, Leute, hier werde ich das aufschütten, den Weg ein bisschen anders machen. Und jetzt hole ich mal ganz kurz zwei. Also, ihr seht, hier waren früher Häuser. Ich habe hier noch nicht viel weggeräumt. Das wollte ich auch noch machen. Aber ich wollte jetzt kurz mal zwei. Da könnte ich eigentlich noch kurz vergraben. Das mache ich später. Denn ich wollte noch. Moment. Brauche zwei von den Dingern hier. Hier waren vorher die Geschäfte. Ihr seht auch aber, dass die teilweise die. Wie heißen sie? Die Blumen hier so wild rumliegen. Das liegt einfach daran, dass hier vorher Geschäfte waren. Ich habe die jetzt erstmal so gelassen und werde mir später überlegen, wo ich sie dann hinpflanze. Zum Beispiel habe ich nämlich auch hier, ja, hier einige Blumen hingepflanzt, einfach um sie jetzt erstmal zu haben. So, hier die beiden Bewohner habe ich, glaube ich, hier hingetan, das wisst ihr. Hier, das wollte ich eigentlich auch heute machen, das machen wir auch andermal, wollte ich ein bisschen größer machen, die Fläche, ne? Also das ein bisschen nach vorne noch aufschütten und hinten dann den Fluss dafür da ein bisschen breiter machen. Hier kommt ein Gartenstein hin, hier kommt, glaube ich, noch ein Gartenstein hin. Und hier vielleicht irgendeine Schaukel oder weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Und den Weg müsste ich hier nochmal ein bisschen anpassen, so wie es hier dann auch ist. So, aber wir gehen jetzt einfach mal dahin, wo es am wichtigsten ist heute. Na, da können wir vielleicht auch noch gerade die Tische hinstellen. Das ist am wichtigsten. Achso, nee, hier habe ich eigentlich gar nichts mehr gemacht. Ja, hier die Bäume kommen weg alle. Hier kommt ein. Hier mache ich eine Japanmauer von hier so rüber. Und dann komme ich hier so ein kleiner japanischer Garten hin. Und dann mache ich alles so ein bisschen im japanischen Stil hier, ne? Aber so einen kleinen japanischen Garten mit der Mauer werde ich hier irgendwie ziehen. Mal gucken. Und was ich gesehen habe, bei Petra hat es auch gemacht, so ein Labyrinth mit so Dingern. Vielleicht werde ich das auch irgendwie hier so mit anschließen. Alles, was hier irgendwie ausgeht, hier so ein kleines Labyrinth hat. Ich weiß es noch nicht. Das muss man ja auch sehen, wenn man baut, tatsächlich. So, aber was ich nämlich machen wollte, ich wollte nämlich hier, das mache ich jetzt einfach mal hier. Und ja, ich weiß, man muss es nicht machen, aber ich mache es immer, weil sonst pflanzt er die manchmal hin, wo er will. Ja? So, die wollte ich eigentlich da reinhauen. Und hier auch noch. Wenn ich jetzt mich dann nicht davor stehe, dann kann das sein, dass er die hier einpflanzt. So, das wollte ich hier noch machen. Ja, das habe ich auch verlegt. Wie gesagt, so hier müsste ich gerade noch mal kommen. Das machen wir schnell. So viel Zeit haben wir noch. Sag, ich schneide ja ein. Ich weiß jetzt nicht, bei wie vielen Minuten wir sind tatsächlich. Aber hier werde ich gerade noch die Tische hinstellen. Komm, das machen wir noch. Und vor allen Dingen da oben. Ach, jetzt muss ich ja den Helm tragen. Ja, Froschkostüm AD. Ja. Und so, dann würde ich sagen, so, lange nicht mehr gemacht. So. Ja, ich habe. Was soll ich denn sagen? Ja, genau. Erstmal schön wegputzen das Ganze. Ja, die Geschäfte habe ich jetzt gerade erst umgezogen. Hab mir dann, wie gesagt, auch hier die zwei Automaten hingestellt. Das habe ich ja bei. Also habe mir einige so gemacht. Und habe mir hier die Tische gebaut. Und das weiß ich gar nicht, warum das hier liegt. Die ich jetzt hier noch hinstellen wollte irgendwo. Nämlich, ich denke mal hier irgendwo so hin. Ja, machen wir mal gerade rund. Gartenstuhl platzieren. Dann nehmen wir den, ja, den Asteroid nicht, den Gartenstuhl und den Tisch. Ne, das ist nicht der Tisch. Hä, wo ist denn der Tisch hin? Hier, Gartentisch. So, jetzt drehen wir das Ganze mal ein bisschen. Ich würde sagen, hier so. Achso, jetzt muss ich das hier mal so ziehen. Ne, ich glaube sogar. Ich glaube, ich lasse es so und der Tisch kommt ein bisschen weiter runter. Ach, jetzt kann ich das nicht weiter machen. Naja, ein bisschen. Ja, das ist jetzt ein bisschen Puzzeln hier, ne? Also, wie hat hier auch, da vielleicht können wir direkt mal darüber reden. Finde ich auch. Müsste man, im Haus kann man ja so eine Anzeige machen. Jetzt komme ich nicht dazwischen. Ist mich veräppeln? Kann man ja so eine Anzeige machen, dass man, wie man die Sachen verschieben will. Das wäre für draußen auch echt cool, denn es ist total nervig, manchmal Sachen zu verschieben. Es ist manchmal total nervig, Sachen zu verschieben. Ich könnte es jetzt auch anders machen können. Ja, ist klar, war jetzt vielleicht nicht die glorreichste Idee von mir. Aber das ist manchmal bei Animal Crossing so umständlich, wirklich. Ja, also Sachen richtig zu platzieren, manchmal mit Sachen aufzuschütten oder sonst irgendwas, ist es manchmal einfach absolut nervig. Können wir vielleicht gleich noch Blümchen draufstellen? Ja, das andere machen wir jetzt hier auf der Seite auch noch, würde ich sagen. Das versuche ich jetzt aber direkt mal richtig zu machen, dass ich jetzt hier den Tisch nehme.
Wo ist er denn? Ja, Mann, irgendwo habe ich den. Ah, hier, Tisch. Ja, den muss er den vielleicht direkt richtig platzieren. Ja, ein bisschen nach da schon noch. So, dann kommt hier der Stuhl hin. Ach komm, schon drehen doch wenigstens richtig. Na, geht nicht? Was ist jetzt schon wieder? Was stimmt denn nicht? Warum willst du denn nicht? Ich kann den nicht schieben. Ach, ist das schön. Machen wir das nochmal. Oh Gott, wie ich das liebe. Diese Sortierung. Wartenstuhl. So, jetzt aber. Jetzt brauche ich ihn. Jetzt haben wir. So, einmal so. Und dann brauchen wir hier noch einen. Der müsste hier. Wo ist der denn? Ach, da. So. Oh ja, hat ja fast geklappt. Ach. Was ich hier manchmal schon verzweifelt bin, Leute. So. Jetzt könnten wir da noch. Ich glaube, wir können noch ein paar Blümchen draus stellen. Ich habe jetzt gerade keine mit, glaube ich, ne? Dann pflücken wir gerade zwei, komm. Ich habe hier irgendwo. Ich würde sagen, rote. Machen wir gerade. Hier, warte mal. Immer eine rote und eine gelbe. So. Ja? Ich habe auch irgendwo so Obstteller, aber den finde ich jetzt, glaube ich, nicht. Deswegen machen wir jetzt einfach erstmal ein Blümchen da drauf, würde ich sagen. So. Dann nehmen wir hier das Gelbe. Das passt doch ganz gut. Platzieren. So. Und hier das Rote. Na, ich werde hier noch was hinmachen, glaube ich. Es sieht ein bisschen... ist halt ein bisschen leer hier. Ich werde hier noch irgendwas hinstellen. Da muss ich mal gucken im Lager. Ihr habt mir eine Milliarde Sachen geschickt. Ich weiß es nicht. Ja, und... ja. So. Hatte ich jetzt sonst irgendwas vor? Ach so, dann kann ich euch vielleicht noch ganz kurz sagen... ich habe ja das UFO von der lieben Fena bekommen und jetzt noch so ein paar Raumstation-Teile. Und da hatten wir auch im Discord letztes Mal nach dem Stream, war ich ja noch ein paar Minuten da, hatte auch, glaube ich, die Fena nochmal gesagt, ja, da kannst du ja so ein Maisfeld, und das hatte ich mir auch schon vorher überlegt, tatsächlich, dass ich mir so ein Maisfeld male, ja, mit den Bodenplatten, mit diesen, was die, gibt es ja so UFOs, ne, wo man immer sieht, was da so, was die so reingraviert haben, ja, und dass ich das irgendwo hinbaue, und ich überlege mir, das hier hin zu tun, ja, dass ich hier so ein Maisfeld hinmache, mit diesen ganzen Gravierungen und dann hier eben halt die Rakete und die ganzen Gedöne hinbaue. Ja? Hier habe ich jetzt auch wieder die Blumen noch alle gelassen. Das könnte ich mir hier vorstellen oder aber, dass ich das irgendwo hier so zwischenmache, wisst ihr? So, dass es gar nicht so groß wird. Ich glaube, das ist sogar noch cooler. Ja, dass es einfach hier so rumschwebt. So, ich glaube, das ist sogar ein Ticken besser. So, ja, das war's, meine Freunde, eigentlich in der heutigen Folge. Ich wollte eigentlich heute ein bisschen was bauen, aber wieder nicht so gekommen, wie es halt immer so ist. Ja, ich gebe mein Bestes, dass wir nächste Mal dass ich wieder was baue. Ja, vielleicht baue ich was und dann zeige ich euch das dann. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich habe jetzt etliche Spielstunden, ehrlich gesagt. Nicht so viele wie einige von euch, logischerweise. Aber ich habe jetzt mal geguckt. Also ich hatte, glaube ich, jetzt im Stream waren es 2,5 Stunden, dann waren es nochmal 3,5 Stunden. Und nochmal, glaube ich, 1,5 Stunden im Stream nur, wo ich nur eure Insel besucht habe, was mir mega viel Spaß macht, weil ich da viele Anregungen für bekomme, ne? Also gar kein, so, aber das da habe ich halt effektiv nichts gemacht, so in den ganzen Geschichten. Und da das im Priorisieren so ein Let's Play ist, wo ich die Sachen baue, fehlt mir da und hier einfach manchmal ein bisschen die Zeit, was zu machen. Aber ich hoffe, das wird jetzt besser. Aber in diesem Sinne, ich bin raus. Haut rein.